Okay, und da sind wir wieder zurück bei Cooler Cool Part. Oh Gott, 13 glaube ich mittlerweile von 4K. Im Prinzip war es gar nicht so falsch, was wir gemacht haben, nur nicht komplett richtig. Deswegen gehe ich nochmal kurz hierhin zurück. Lass mich hier nochmal treffen, danke. Was man sich nämlich machen, was man machen kann, um das Ganze sich ein Stück zu vereinfachen, ist, dass man den Chuck, der da drüben Sachen wirft, durch diese Sprünge hier weiter hoch schickt. Na. Genau. Ach, jetzt bin ich wieder hier. Meine Güte, ich habe doch gerade. Ja, danke. Ein Safe-State gesetzt, wollte ich schon sagen. Genau, da ist er ja. So, und der Chuck wirft jetzt genau hier oben, wirft er jetzt. So soll das sein. Dadurch lassen wir jetzt Yoshi. Dadurch lassen wir uns jetzt treffen. Mit Yoshi zumindest da drauf, wenn ihr wollt. So. Chuck? Wirfst du? Du hattest doch gerade da deine Bälle. Chuck? Bälle? Werfen? Hallo? Da war er, da ist doch gerade, da ist doch, guck mal, da ist doch so ein Ball. Wieso, wo kommen die an, wo bleiben die anderen? Wir können auch noch mal eine Runde extra gehen. Das hat der Kerl im Video auch gemacht. Muss man das etwa machen? Dass man hier einfach zweimal rumgeht und dann ist der Chuck da oben? Das macht doch keinen Sinn. Oder bin ich dann einfach schneller quasi? Kann natürlich auch sein. So, wirfst du jetzt hier deine lustigen Kugeln hier oben? Jetzt wirft er da unten. Ah, da ist einer etwas höher. Noch einer? Ja, den nehmen wir. Nein? Den nehmen wir uns. So. Und dann läuft Yoshi hier nämlich eine Runde und kommt quasi uns ein Stückchen entgegen, wenn wir da unten den P-Switch drücken. Insofern war es also fast richtig. Aber halt nur fast. Und es ist sauknapp. Also selbst in diesem, ich glaube, es war ein TAS-Video, was ich geguckt habe, ich weiß es nicht. Selbst in diesem TAS-Video ist es bis auf das letzte Millisekündchen gegangen, dass er diese Münze da drüben eingesammelt hat. Und da muss ich schon sagen, ich habe keine Lust. So. Okay. Aber da habe ich vorhin natürlich jetzt nicht mehr dran gedacht, dass ich mit der Yoshi hier oben einmal im Kreis rennen muss. Ach, nicht mit Yoshi, als Mario sozusagen. Ja, so, nicht. Danke. So, Yoshi kommt uns jetzt, wie gesagt, ein Stück entgegen. Yoshi kommt uns jetzt, wie gesagt, ein Stück entgegen. Wir machen im Prinzip genau dasselbe wie vorhin, nur dass wir halt ein ganz kleines Stückchen mehr Zeit haben. Und das wird so eine scheißknappe Sache. Da fehlen mir die Worte für. So, renn um dein Leben, Mario. Und gleich weiter, gleich weiter. Komm schon. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Ja! Okay, so knapp ist es doch nicht gewesen. Wenn ich es auf Anhieb schaffe, kann es so knapp jetzt nicht gewesen sein. So, wir dürfen hier nur einen maximal essen. Weil wegen. Ja, machen wir es halt mal kurz. Vielleicht kaut es ja trotzdem hin. Ich glaube es aber irgendwie nicht. Denn hier kommen ganz viele Pflanzen. Und die sind uns im Weg, wenn wir hier zu viel essen. Ja, ne, so ist scheiße. Das darf nicht passieren. Ich glaube, hier habe ich bisher nur eingegessen, ne? Das sollte also hier hinhauen. Jetzt ist der natürlich wieder viel zu viel. Oder geht das so? Nee, und jetzt stehen die still hier. Ach, so geht's.
Ah, so geht's natürlich auch. Okay. Da müssen wir uns mit dem Essen gar nicht so kümmern. Und jetzt kommen wir in einen komplett neuen Abschnitt, von dem ich keine Ahnung habe, wie er aussehen wird. Deswegen, extra Safe State, ihr kennt das Spiel. Und wir spielen in der 24 weiter. Machen wir doch mal wieder normale Geschwindigkeit. Vielleicht klappt's ja. Okay. Ich sehe eine Tür. Und sonst kann ich hier auch nichts machen. Kann ich wohl so springen, dass ich... Oh Gott. Ist das euer Ernst? Geht das? Kann man so springen, dass man... Oh Gott, nee. Das... Oh mein Gott. Das wollen die wirklich von mir. Okay. Ich muss also so und dann... Okay, und dann bleibe ich einfach da dran hängen. Nein. Was anderes kann hier auch irgendwie nicht funktionieren. Okay, wir bleiben hängen. Oh Gott. Okay, vielleicht sollten wir später ranspringen. Vielleicht jetzt, wenn wir zurücklaufen. Oh mein Gott. Slow-mo. Mal gucken, ob es vielleicht so funktioniert. Ja, bleib dran. Oder muss ich da wieder abspringen wie so ein Walljump? Oh, meine Fresse. Meine Fräse. Das gibt's da nicht. Was ist das denn wieder Nettes? Na, komm. Oh Gott. Da würde es mir auch gar nichts bringen, nachzugucken, wie es geht. Denn wie es geht, ist offensichtlich. Ich muss es nur hinkriegen. Ja. Boah, ich lache mich tot. Ach du heilige Scheiße. Oder gibt es einen Trick? Ich weiß es natürlich nicht. Ah, dass man sich Stück für Stück nach unten arbeitet. Ah, das könnte ich auch probieren. Dass ich von hier oben aus nochmal... Ach, Mann. Von hier oben aus nochmal ein Sprünglein mache. Oh, oder so. Fuck. So ist natürlich auch eine Idee. Ja, das machen wir so. Das machen wir so. Das gefällt mir wesentlich besser. Ja, das gefällt mir wesentlich besser, denn so bleibt er dann auch immer hängen. Schön. Gut. Dann hätte mir das Angucken doch was gebracht, weil ich dann gesehen hätte, dass es so einfacher ist. Hm, na gut. Okay, und wir wollen in die Tür. Jawoll! Überspeichern wir die 25, da kann ich nicht viel falsch gemacht haben. In dem Raum. Ehrlich gesagt. So, wo kommen wir raus? Bist du eine Coinsnack da oben, die sich losbewegt irgendwann? Fuck, ich... Ich hätte es nicht sagen sollen. Really? Okay. Und du bewegst dich... Bist du auch eine Coinsnack da oben eigentlich? Und will ich den Koopa da eigentlich da oben haben oder woanders? Hm. Fuägen über Fuägen. Denn ich könnte ihm ja einen Schubser geben. Und ich könnte ihm ja noch einen Schubser geben. Und dann ist der Kollege nämlich da unten. Hm. Gucken wir uns das mal an. Das wird lustig. Juhu. Juhu. Ich mag Forky. So, aber so bringt mir das rein gar nichts, ne? Wo, wie geht's da eigentlich weiter? Was kommt denn da so? Also ich meine, ist das wieder nur ein kleiner, kurzer Raum? Das wäre halt schön zu sehen, was hier so noch kommt. Dann könnte ich nämlich in etwa einschätzen, was ich tun muss. Ne? Ja, so ist doof. Ja.
Und irgendwas sagt mir, dass das da oben auch eine Coinsnack ist, die sich bewegen will. Die hat da voll Bock drauf. Also die Coinsnake. Oh Gott. Gib das her. Und nochmal. Und jetzt... Nein. Und jetzt machen wir hier einen Sprung raus. Vielleicht. Vielleicht geht das. Kann ich hier einen Sprung raus machen? Erstmal gucken, ob es überhaupt geht. Ich weiß es ja nicht. Ich frage mich gerade, ob das überhaupt geht, hier einen Sprung rauszumachen. Oder ob ich da auf jeden Fall sterbe. Ob es also quasi ein Ding der Unmöglichkeit ist. Ich bin da nämlich etwas überfragt. So, aber auf jeden Fall kann ich mir jetzt erst nochmal kurz angucken, was hier kommt. Bevor der Kollege schießt. Ah, das geht noch weiter. Natürlich geht es noch weiter. Okay, schauen wir es uns kurz an. Das Ding hier unten fährt also hier entlang die ganze Zeit. Dann fährt es hier hoch. Dann fährt es hier rüber und dann hört es da drüben wieder auf. Was will er jetzt von mir? Wohin soll ich gehen? Soll ich einfach nur auf dem Stück warten? Das kann ich natürlich machen. Machen wir das halt. Und dann gucken wir mal, was passiert. So. Ja, toll. Jetzt bin ich ja... Und da ist Schluss. Okay. Da ist die Tür. So, was ist jetzt mein Ziel? Von wo aus? Von wo aus bin ich in der Lage? So, danke. Von wo aus bin ich in der Lage, hier am besten rüber zu springen? Im Prinzip überall von hier oben aus. Dafür müsste ich aber halt da oben sein. Wie komme ich da hoch? Und wann? Moment, wenn ich die Shell behalte... Das sollte hinhauen. Wir gucken mal, dass wir die Shell behalten. Kann den nicht töten, ne? Doch! Ah, jetzt habe ich die Shell weggeschmissen. Komme ich da noch ran? Gib mir die Shell wieder. Ohne zu sterben, ne? Ja, ja, ja. Gib mir die Shell wieder. Danke. So, saven wir das mal. Probieren wir es mal von hier oben aus erstmal. Dann habe ich hier ein bisschen mehr Anlauf. Und hopp! Shelljump! Und... Ah, das ist... Oh, das ist viel zu knapp. Verdammt. Schade. Die Idee war gut, aber Marios Beine waren ein Stückchen viel zu kurz. Hm. Oder komme ich da hoch? Ne. Ne. Ich glaube nicht, dass ich da irgendwie eine Möglichkeit hätte, da hochzukommen. Nicht mal mit dem größten Anlauf von hier aus. Ne. Schade. Schade, ich fand die Idee gut. Das wäre wohl leider zu einfach gewesen. Also zurück zum Anfang des Raumes. Denn von da aus haben wir noch am meisten Handlungsspielraum, nämlich alles. So.
Wie machen wir das? Ich komme hier nicht hoch. Na, das ist... Ah, Moment. Ab wann aktiviere ich denn die Coin Snake? Ab jedem Block, der... Ja, okay. Ab jedem von diesen Blöcken. Wie komme ich da hoch? Das ist die große Frage. Wie komme ich hier vorbei? Wie will mir der Koopa dabei helfen können? Au. Ich habe da was vergessen. Das sind ja Mancher. Wie will mir der Koopa dabei helfen? Also er will mir natürlich nicht dabei helfen. Aber er wird mir dabei helfen. Und ich würde gerne selber drauf kommen. Ich bin aber auch wirklich... Ich bin auch wirklich gerade sehr gewillt nachzugucken, weil ich will es nicht noch länger machen. Und es wurde jetzt auch schon des Öfteren gesagt, guck doch lieber nach. Aber so wirklich von Anfang an komplett nachgucken wollte ich auch nicht, weil das ist dann auch irgendwo lame. Und ich will auch nicht komplett nachgucken. Ich würde jetzt mir nur wieder diesen Abschnitt anschauen und den Rest dann schon versuchen zumindest zu schaffen. Aber ich wüsste hier jetzt nicht, was ich tun könnte. Was bringt es mir denn zum Beispiel? Nix. Nix bringt es mir. Ich kann den da oben auch nicht eher aktivieren. Das ist... ist ein bisschen verzwickt. Es bringt mir auch nichts, wenn ich den Koopa da unten in die Lücke stoße, indem ich die Shell einfach rechtzeitig erwische. Das ist alles... nur Verzweiflungstat, ne? Das ist alles nicht das Wahre. Moment. Gib mir die Shell. Wir probieren mal was. Und zwar... Ja, muss ich ein bisschen aufpassen. Und komm. Ja, super. Ja, das kriege ich hin. Ich will mal den kompletten Weg mit der Shell gehen. Zumindest so ein Stückchen weit. Ich habe da gerade eine Idee. Ach, da bin ich doch gerade drüber gekommen. Ja, ich muss hier hinten draufbleiben, an dem Eckchen. Eieieiei, ist das fies. Okay. Ah. Nein. Das ist auch was, wo man sich sehr schnell verselbstdatet. Ob das halt so gedacht ist. Will ich das wirklich bis hier, bis den kompletten Weg durchziehen? Will ich das wirklich? Eigentlich ja nicht. Schön vorsichtig. Ach, mach doch da noch einen Sprung. Kurzer Sprung und noch ein... Nein. Da noch einen kurzen Sprung setzen, dann müsste das doch hinhauen, ne? Ja! Und dann hier... Oh, hier ist jetzt... Oh, da ist jetzt blöd. Da muss jetzt ein Drehsprung ansetzen. Damit... Oh, das haut nicht hin. Das haut zeitlich gesehen nicht hin.
Letzte Idee, wir machen es anders. Das ist Schwachsinn, was ich hier machen wollte. Wir probieren mal was. Was wir nicht eh schon die ganze Zeit tun, aber egal. Und zwar probieren wir mal, natürlich, wir probieren mal den Cooper zu behalten. Dauerhaft. Ja, das Ding hier außenrum ist einfach nur die Zeit, die ich habe. Natürlich. Ach, bin ich doof. Ich kann mir ja jedes Mal die Schelme wiederholen. Hoffentlich. Na, hier nicht ganz. Ich muss ihn einfach so spät wie möglich erwischen und dann kann ich mir die Shell wieder... Nein. 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 Ah, Mist. Boah, das ist doof. Echt. Danke. Na, das ist aber jetzt viel zu weit geschossen. Gib mir die wieder. Ja, so ist es gedacht. So ist es hundertprozentig gedacht. Ah, viel zu weit. Fuck. Fuck. Mist. Das machen wir noch. Das machen wir noch. Das machen wir in dem Part noch. Und wenn er wieder Überlänge hat, ist egal. Das muss es sein. Das ist es jetzt. Das ist es jetzt auf jeden Fall. Das haut in der Theorie hin, das haut in der Praxis hin. Es gibt keinen Grund, warum es nicht funktionieren sollte. Das war wieder viel zu stark. Nein. Ah, es war wieder viel zu stark. Oh Gott, ich muss das wirklich lange durchziehen. Aber ich muss im Prinzip immer nur dasselbe machen. Das heißt, ich muss noch einmal rausfinden, wie ich den am besten setze. Ja, so ist es zum Beispiel gut gewesen. So nicht. Ich kann auch immer kurz absetzen und wieder hinsetzen. Wieder nehmen und wieder absetzen. Oh, jetzt habe ich ihn durch geschossen. Das geht also auch. Ja, so ist es zu weit. Dann ist das hier außen quasi so eine Art Zeit. Nach dem Motto, so lange musst du noch durchhalten. Aber so klappt's jetzt. So klappt's jetzt. Ich glaube, jetzt habe ich es raus. Ja. Also so ein bisschen zumindest. Und gleich wieder nehmen. Ah, fuck. Den darf ich dann halt nicht verrecken. So, gib's wieder her. Danke. Ja. Und solange ich sie mir immer wieder sofort nehmen kann, ohne dass er stirbt, haben wir wieder einen weiteren Teil erreicht. Super. Gib's her. Mist. Das war viel zu bald. Die kriege ich nicht mehr. Nein. Das war wieder viel zu... Na, den könnte ich noch erwischen. Jawohl. Super. Super. So funktioniert es. Und dann machen wir den ganz normal den Shell-Champ, wie ich ihn vorhin auch machen wollte. Yay! Nein! Tu das nicht! Böser Cooper! Gib die Shell wieder her! Na, du stirbst mir jetzt hier! Das sollst du aber nicht tun, bitteschön! Danke! So ist es schon wesentlich besser! Und jetzt haben wir's! Ja! Jetzt soll ich hier einmal im Kreis laufen. Ja, oder wir gehen kurz hier hoch. Haben wir unsere Ruhe. Dann soll er hier runterlaufen. Ach, super. So kann es nur klappen. Ja, das ist weitaus hoch genug. Und das ist es. That's it. Überspeichern wir die 6. Und die 7. Und spielen in der 6 weiter. Okay. Und was wir in dem Raum machen müssen, das finden wir das nächste Mal raus. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und sage Tschüss.